Sehr verehrte Gäste unseres heutigen Festaktes, herzlich willkommen in der Handelskammer Hamburg. Herzlich willkommen zur Festveranstaltung aus Anlass unseres 350-jährigen Jubiläums. Es ist mir eine besondere Freude, Sie, sehr geehrter Herr Bundespräsident, heute hier bei uns begrüßen zu dürfen. Wie kein Zweiter in Deutschland stehen Sie für den Begriff der Freiheit, den wir in Hamburg mit der Freiheit des Geistes, der Chancen und des Handels verbinden. Es ist eine große Ehre für uns, dass Sie heute das Wort an uns richten werden. Ein besonderer Gruß gilt unseren internationalen Gästen, an ihrer Spitze Peter Mihok, Chairman der World Chamber Federation mit Sitz in Paris. Aus London begrüße ich unsere Freunde Alison Goman, Kenneth Stern und David Senior und aus Kopenhagen Herrn Klavaskor. Aus den Niederlanden heiße ich Herrn Horvath und Herrn Gerard Knoop. Aus Belgien heiße ich Wouter van Gulk willkommen. Aus Luxemburg Frau Trereber. Aus der Tschechischen Republik Peter Bazier. Aus Wien Dr. Herwig Höllinger. Sowie aus St. Gallen Hubertus Schmid. Ein weiterer besonderer Gruß gilt unserem Landsmann Dr. Richard Weber, der als Präsident von Eurochambre an der Spitze der Europäischen Kammerunion steht. Für den Deutschen Industrie- und Handelskammertag heiße ich den Präsidenten Dr. Erik Schweitzer und den Hauptgeschäftsführer Dr. Martin Wandsleben herzlich willkommen. Besonders freue ich mich über die Anwesenheit zahlreicher Vertreter des öffentlichen Lebens, Abgeordnete des Europaparlaments, des Deutschen Bundestages und der Hamburgischen Bürgerschaft, sowie die Vertreter des Senats, an ihrer Spitze die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, Frau Carola Veit, und der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Herr Olaf Scholz. Ein besonderer Willkommensgruß gilt Frau Ministerin Britta Ernst, die aus dem benachbarten Schleswig-Holstein hier zu uns gefunden hat. Und ein ganz besonderer Gruß gilt unserem Ehrenbürger Michael Otto. Den Vertretern der Kirchen, der befreundeten Kammern und Verbände sowie der Gewerkschaften und Parteien gilt gleichermaßen mein Willkommensgruß. Und besonders freue ich mich über die Anwesenheit von 50 Mitgliedern des konsularischen Chors, an ihrer Spitze der Doyen Fernandez Salorio. Meine Damen und Herren, von ihrer Gründungsgeschichte an, über die vielen Wechselfälle der Geschichte bis heute, war und ist unsere Handelskammer eine Selbsthilfeeinrichtung der Hamburger Kaufleute, eine Institution, in der die Betroffenen sich ihre Angelegenheiten selber angenommen haben und nicht nur durch Reden, sondern auch durch Tun das Erforderliche herbeizuführen. Im besten Sinne war und ist unsere Handelskammer das gemeinsame Unternehmen aller Hamburger Unternehmen. Seine Mission besteht längst nicht mehr in der Bekämpfung von Piraten, sondern im Eintreten für die Freiheit und Offenheit der Märkte und des Handels. Auch Selbsthilfe und Selbstorganisation betten sich notwendigerweise in einen größeren Rahmen ein. Dieser vorwiegend staatliche Rahmen hat in unserer Freien und Hansestadt eine besondere Prägung. Denn hier hatten nie Fürsten die Macht.
Als eine der ältesten Stadtrepubliken der Welt gab es hier über Jahrhunderte engste Wechselwirkungen zwischen der Kaufmannschaft, seit 1665 repräsentiert durch unsere Handelskammer, und dem Senat und der Bürgerschaft. Dieses zutiefst republikanische und merkantile Selbstverständnis erklärt den Inhalt dessen, was wir mit dem hanseatischen Kaufmann verbinden. Er war und ist weltoffen, durch viele Reisen wissend, dass er überwiegend selbst als Ausländer wahrgenommen wird. Er war und ist tolerant, weil internationaler Handel ohne interkulturelles Verständnis nicht nachhaltig betrieben werden kann. Er ist liberal, weil die eigene Freiheit die des anderen sein muss und umgekehrt. Von dieser Gesinnung zeugen nicht zuletzt die 71.000 Unterschriften, die unsere Handelskammer im Jahr 2000 für das von uns formulierte Bürgerbekenntnis für Zivilcourage sammelte, das sich gegen Fremdenfeindlichkeit und religiöse Intoleranz wendete. Im Angesicht der schrecklichen Anschläge von Paris sage ich, diesem Bürgerbekenntnis sind und bleiben wir verpflichtet. Der hanseatische Kaufmann war und ist als Republikaner auch auf das Gemeinwohl orientiert. Während in anderen deutschen Städten Fürsten ihren Untertanen Kultur und Wissenschaft näher brachten, war es in Hamburg die bürgerliche Initiative von Generationen von Kaufleuten, die Kunst, Wissenschaft und Soziales beförderten. Nicht ohne Grund ist unsere Stadt Stiftungshauptstadt in Deutschland. Der hanseatische Kaufmann ist, last but not least, der ehrbare Kaufmann schlechthin. Er hält seine Versprechen und er handelt gemäß dem Leitsatz: Nicht alles, was erlaubt ist, sollte man auch tun. Meine Damen und Herren, Eigeninitiative, Gemeinwohlorientierung und ehrbares Verhalten sind als Tugenden, die Hamburger Kaufleute und unsere Handelskammer verkörpern, aktueller denn je. Angesichts unserer Geschichte gilt es, diese Tugenden vorwärts zu leben. Mit unserer Zukunftsvision Hamburg 2030 haben wir dafür einen langfristigen Plan entwickelt. Mit der Agenda HK 350+ zeigen wir auf, was das für unsere konkreten Dienstleistungen für den Mittelstand und damit für unsere künftige Organisation bedeutet. Unser Markenkern lautet: Wir beraten Unternehmen, wir bündeln Interessen und wir bilden Menschen. Unternehmen beraten heißt, vor allem kleine und mittelständische Unternehmen von der Existenzgründung bis zur Krise Hilfestellungen zu geben und dem Mittelstand förderliche Rahmenbedingungen sicherzustellen. Interessen bündeln bedeutet, für eine leistungsfähige Infrastruktur einzutreten, für gesunde öffentliche Finanzen und ein gerechtes Steuersystem und für Investitionen in Forschung und Entwicklung zu sorgen. Das ist die Quelle unseres künftigen Wohlstandes. Für die Zukunft stehen auch die Menschen, die wir heute bilden und ausbilden. Die duale Berufsausbildung ist eine der besten Erfindungen unseres Landes und ich bin stolz darauf, welchen Beitrag die Industrie- und Handelskammern hierzu leisten. Im Falle unserer Handelskammer kommt inzwischen eine eigene duale Hochschule dazu. Unsere Gemeinwohlbindung kommt in unserem obersten Leitsatz zum Ausdruck: Wir handeln für Hamburg. Diesen nehmen wir sehr ernst, nicht nur, wenn es um die wirtschaftlichen Interessen unserer Mitglieder geht, sondern auch, wenn es geht, Kultur, Soziales
und Sport zu fördern. Unser Engagement für Olympische Spiele in Deutschland mit Hamburg als Austragungsort ist in besonderer Weise dazu angetan, alle diese Lebensbereiche zu entwickeln. Im Jubiläumsjahr 2015 werden wir auf vielfältige Weise darstellen, dass unsere Handelskammer weiterhin voller Ideen für Hamburg steckt. Unser umfangreiches Veranstaltungsprogramm können Sie auf unserer Homepage einsehen. Unser Jubiläumsbudget verteilt sich im Übrigen auf die Fülle aller dieser Aktivitäten in diesem Jahr. Freuen Sie sich insbesondere auf den erstmals veranstalteten Tag der offenen Tür im Juni und auf die drei interessanten Bücher zur Geschichte unseres Hauses, die wir im Laufe dieses Jahres vorstellen werden. Meine Damen und Herren, unsere Handelskammer hat in ihrer langen Geschichte 9 Staatsformen erlebt, 7 Kriege und sage und schreibe 10 Währungen. Dies alles kann eine Institution nur überdauern, wenn sie strategisch aufgestellt ist und in der Lage, sich immer wieder zu erneuern. Für diese Leistung danke ich den Generationen von Kaufleuten, nicht zuletzt den 800, die heute in unseren aktuellen Gremien der wirtschaftlichen Selbstverwaltung tätig sind. Ein gleicher Dank gilt den Mitarbeitern unserer Handelskammer. Ich danke allen 4000 Prüfern, welche die Praxisnähe und Bedarfsorientierung unserer dualen Berufsausbildung sicherstellen. Ich danke auch dem Senat, der Bürgerschaft und den Behörden unserer Stadt für eine stets offene und faire Partnerschaft zum Wohle Hamburgs. Betrachten Sie unsere Handelskammer auch weiterhin als einen starken und zuverlässigen Partner,